Leute, was geht ab? Moonboon hier, Teil 2 meiner Zelda Ocarina of Time Reihe. Und wir sind gerade dabei, haben uns das Schwert besorgt, damit uns der böse Sido zum Dekobaum lässt. Und jetzt holen wir uns noch den Schild, für den wir allerdings Rubine sammeln müssen. Ich weiß nicht, die habe ich glaube ich vorher schon hier. Ja, ich war schon. Gibt's hier noch welche? Ja, hier gibt's noch welche. Ich glaube es waren 40. Schauen wir einfach mal 40, kann nicht schaden. 20 haben wir ja schon. Jetzt willst du bestimmt helfen, Steine schleppen. Mit A kannst du Dinge heben. Dieser arrogante Sido. Er will, dass die Steine hier verschwinden. Und jetzt soll ich für ihn die Arbeit machen. Ja, Sido. Aber jetzt nicht. Ich weiß nicht, bringt das was? Gibt's hier Steine? Gibt's hier. Irgendwas? Ich glaube, das ist auch nicht so nicht so ein Quest-System, wie man es jetzt von WoW oder anderen Rollenspielen kennt. Also wir haben jetzt dem hier die Steine weggelupft, aber da gibt es keine Belohnung oder so. Also dann labert es genau den Scheiß. Wenigstens kann man es wegklicken. Was geht hier ab? Stein! Steintruhe. Da hoch brauchen wir noch nicht. Gehen wir mal da einfach rein. Was gibt's hier? Oh, zwei Kisten. Oh, vier Kisten. Und. Oh, nice. Hoppla, das hole ich nicht. Naja, was gibt's hier? Die Spannung steigt. Ein Rubin. Schon 27. Das Ziel ist nah. Was haben wir hier? Und nochmal 5. Schon 32. Und nochmal ein. Und ein Herz. Also nicht mit dem Herz, das will dein Leben auch fair bla. Okay, nix. Ab geht's. 32. Aber, ach, die Steine gibt's auch wieder. Dann gibt's auch die anderen Rubine, wenn die man hier schon eingesammelt hat. Und damit. Na, oder nicht? Doch. Damit ist es ein leichtes. 40 zu kommen. Dann springen wir hier noch rüber. Dann gibt es auch wieder. Ach, ein Mensch, hier ist die. Genau. Zack. Zack. Und 41. Und ab in den Laden. Hi, Moon. Schau zu mir herauf. Mit Z schaust du mich an. Und mit A kannst du mit mir. Eben. Langweilig. Wo habe ich Z hingelegt? Z. Ach, genau. Da. Eben. Gemacht. Das war mit Hilfe deiner Fee möglich. Mit meinem Navi. Schön, dass du endlich eine ständige Begleitung hast. Okay. Ich werde dich lehren, ihre Kräfte richtig zu nutzen. Fliegt deine Fee zu einem Objekt oder einer Person? Drücke Z, um dorthin zu schauen. Okay, das wusste ich. Zu Z und dann A kannst du mit einem entfernten Person sprechen. Ich kann sie da fast. Drücke Z nutzen, um geradeaus zu schauen. Oh, das ist auch praktisch. Ja, irgendwann mal. Kaufen wir uns erstmal ein Schild, damit Sido uns durchlässt. Die reden jetzt nicht. Kein Schlaf, danke. Willkommen! Mit dem Verkäufer sprechen? Nein, auswählen. Deku-Kerne, Pfeile, Herz, Pfeile. Da ist mein Schild. Was gibt's hier noch? Deku-Müsse und Deku-Stab. Nein, ich will mein Schild. Mit R kannst du ihn einsetzen, um Angriffe abzuwehren. Eine Feuerattacke verbrennt er. Okay. Kaufen. Ja. Bah, 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 bah. Geh ins Ausrüstungsmenü aus. Alles klar. Von dir nehme ich nichts. Du kannst schon immer über den Ladetee schauen hier. So, Schild ausrüsten und dann geht's ab zu Sido. Was geht ab? Speichern wir natürlich. Ja, jetzt kann unser Link hier schwimmen. Wo ist denn meine R-Taste? Ah, da ist er. Okay, alles klar. So, Sido, was sagst du jetzt, hä? Bevor du zum Deko-Baum darfst, musst du dich zunächst mit einem Schwert und einem Schild ausrüsten. Guck mal genau hin. Du Bastard! Unglaublich.
unglaublich. Das ist in der Tat das Gottliche. Der da guckst du Loser. Heiliger Deku. Wie dem auch sei, ein Weichling bleibt immer ein Weichling. Ich werde dich niemals als einen der unseren akzeptieren. Oh, Black. Rassist. Tja, Sanya steht auf mich. Krumme, krumme. Ciao, Sido. Ab geht's zum Deku-Baum. Was haben wir? Wahrscheinlich so ein Z-Knopf schon wieder. Da muss ich mich erst dran gewöhnen. Das ist ein bisschen komisch. Boah, der Deku-Stab. Okay. Ich glaube, ich lege mein Zelt mal auf. Das ist schon ein bisschen schwierig. Vor allem, weil es braucht man auch ziemlich oft. Okay. Und schon drei Deku-Stäbe. Tun wir uns gleich mal ausrüsten hier. Wie kann ich denn das machen? Die auf die Tasche legen hier. Ah, okay. Genau, jetzt schauen wir noch, was uns der alte Baum hier sagen will. Deku-Baum, ich bin zurückgekehrt. Ach nee, halt, das sagt die Fee. Deku-Baum, ich bin zurückgekehrt. Oh, der alte Deku-Baum. Oh, da kommt die Fee. Oh, na, du hast deinen Auftrag also erfüllt. Sei willkommen. Hör nun Worte, die ich der Deku-Baum dir zu sagen habe. Die vergangenen Nächte müssen für dich ruhelos und von finsteren Träumen geprägt gewesen sein. Leck, der weiß Bescheid, Alter. In diesen Tagen, da die Diener des Bösen zu neuer Stärke gelangen, werden die Auserwählten von Albträumen geplant. Ah, es gibt also mehrere. Dies ist auch dir widerfahren. Die Zeit gekommen, da es gilt, deinen Mut zu prüfen. Ein Fluch lastet auf mir. Deine Jugend und Kraft sollen mir helfen, den Fluch zu brechen. Hast du den Mut, diese Prüfung auf dich zu nehmen? Nein. So sei es, tritt ein, tapferer Mut und auch du, Navi. Navi, holde Fee, unterstütze Mut. Und du, höre mit. Navis Worte. Denn es sind die Worte der Weisheit. Ja klar. Da macht er einfach den Mund auf, als hätte ein Baum einen Mund. Ich glaube, es hakt. Wie groß der Stab ist. Und wie komisch er ihn hält. Sieht aus wie ein riesenlanger Stab. Okay. Also gut. Ich glaube, es lohnt sich jetzt nicht mehr, den Dungeon hier anzufangen, den Deku-Baum. Ich gehe mal rein und speichere dann. Vielleicht fangen wir dann das an nächstes Mal. Ich glaube schon. Probieren wir es aus. Im Deku-Baum. Ich weiß noch, dass ich den Dungeon nicht so gemocht habe. Aber wir werden sehen. Ich speichere jetzt auf jeden Fall hier mal. Ja. Spiel gesichert. Kann ich den auch mit dem Emulator speichern? Ich gehe auf Nummer sicher hier. Oh, was habe ich gemacht? Habe ich es kaputt gemacht? Schaut wahrscheinlich so aus. Ich hoffe, ihr könnt mich noch hören. Falls nicht,